Peter Angerer, Yamato Damashi, ist eine der Legenden der deutschen Kampfkunst, des deutschen Kampfsports überhaupt. Einer der erfahrensten deutschen MMA-Kämpfer. Sein Kampfname ist Yamato Damashi, das bedeutet so viel wie der Geist des Samurai. Und das verkörpert er wie wohl kaum ein anderer hier in Deutschland. Einer der Besten, die je in Deutschland gekämpft haben, war Weltmeister im Shidokan-Karate. Ist quasi der Triathlon der Kampfkunst. Eine Runde Kickboxen, eine Runde Karate, eine Runde MMA. Absolutes Biest, hat Schwarzgurt im Brasilien Jiu-Jitsu, im Lutta Livre und im Shidokan-Karate. Ein unglaubliches Tier. Er verkörpert den Geist des Samurai auch auf eine Weise, die mir besonders gefällt. Er hat 12 Siege im Profi-MMA und 13 Niederlagen. Weil dem ist einfach richtig egal. Hey, der ist jetzt, ich glaube, schon 50. Und hey, wenn du dem jetzt heute anrufst und sagst, ey, kommst du kämpfen, sagt er erstmal ja. Und vielleicht fragt er dann gegen wen, aber ist ihm einfach egal. Der kämpft dann einfach so hart, wie er kann, so gut, wie er kann. Und ist einfach sein absoluter Spirit. Der lässt sich von niemandem irgendetwas Angst machen oder was weiß ich. Lächelt dich dann einfach hübsch an, hey, und ballert dir volle Kanone rein und ist ihm völlig egal, was du ihm machst, weil er ist eh härter als irgendein Stein hier und kann eben einfach alle Dinge, kann super toll schlagen, super toll treten, super tolle Würfe, super toller Bodenkampf, ist ein grandioser Lehrer. Ich habe ihn kennengelernt, da war ich 16 an der Europameisterschaft eben damals, hat mich einfach gecoacht, weil ich hatte keinen Coach dabei. Hey, der ist ein mega lieber Mensch auch, weißt du, von Herzen. Also wenn ihr bei ihm trainiert in Deutschland, da seid ihr in einer der besten Schulen Deutschlands aufgehoben. Und wenn ihr ein Autogramm von dem kriegen könnt oder was auch immer, absolut, hey, absoluter Held. Einer der besten jemals. Den müsst ihr feiern. Peter Angerer.